Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich 7 Glitches bzw. Bugs am Start, die bis jetzt in FIFA 18 so passiert sind. Also da sind wirklich richtig kuriose Sachen passiert und das Spiel ist einfach mal erst so circa 2 Wochen alt und dennoch sind schon wirklich kranke Dinger passiert, richtige Fails und so. Und das möchte ich euch heute eben in einem Video so zusammenfassen. Und falls ihr sowas feiert, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, welchen Glitch bzw. Fail ihr schon hattet bis jetzt in FIFA und dann gehen wir direkt mal rein mit der Nummer 1. Ja, beim ersten Glitch geht es darum, dass ihr bei der Arena auch außerhalb des Stadions herumlaufen könnt. Ihr könnt das Stadion also wirklich von außen betrachten und da ist sozusagen nicht mal eine richtige Fläche. Das ist wie so ein kleines FIFA-Weltall und das ist echt verdammt kurios und dazu habe ich eben euch auch noch mein eigenes Video verlinkt, denn ich habe dazu ein ganzes ausführliches Video gemacht. Also checkt das auf jeden Fall gerne noch ab und ja, das ist einfach nur sehr, sehr kurios. Man kann dann auch in diesen Spielereingang hineinlaufen, wo die Spieler eben zum Spielfeld einlaufen. Es ist wirklich sehr kurios, checkt das auf jeden Fall ab und wir gehen rein zum zweiten Fail. Der zweite Glitch bzw. Fail ist so ein SBC-Fail und da ist einfach das Ganze komplett falsch dargestellt und das flackert auch so ein bisschen. Mich würde interessieren, ob man da auch drauf drücken hätte können. Das Ganze ist ein Amateurvideo, ich habe keine Ahnung, ob das noch irgendjemand von euch hatte mal. Ich hatte es selbst noch nie, das ist die einzige Aufnahme, die ich zu diesem Glitch habe und ja, ich finde ihn auch wirklich komisch. Also ja, ist halt, denke ich mal, nur ein Anzeigefehler, aber trotzdem sieht das, finde ich, ziemlich kurios aus. Beim dritten Fail ist so ein Schiedsrichter zu sehen, der einfach komplett bunt ist. Ja, in richtigen Regenbogenfarben, also der ist grün, gelb, rot, der hat wirklich alle Farben, die man fast haben kann. Und das Allerwitzigste ist, finde ich, an dem Ganzen, oder das Allerbehindertste einfach, ist, dass der Typ, der das Video hochgeladen hat auf YouTube, das Ganze einfach mal FIFA 18 Gay Referee Fail schwuler Schiedsrichter genannt hat. What the fuck, Alter? Wieso ist der denn direkt schwul, nur weil er Regenbogenfarben hat? Ja, okay. Da gibt es verschiedene Ansichten, würde ich mal sagen, aber ja, fand ich auf jeden Fall auch noch richtig komisch. Auf jeden Fall sieht man hier den Schiedsrichter, der eben, ja, irgendwie komplett verbuggt ist, also die Haut ist halt einfach nicht Hautfarben, sondern ja, Regenbogenfarben und das ist auch eigentlich eine ziemlich kuriose Sache meiner Meinung nach. Der vierte Fail ist, glaube ich, in The Journey passiert und das müsste Alex Hunter sein und der jubelt bzw. bewegt sich während dem Spiel einfach mal ja richtig seltsam. Er spielt einfach nicht mit, sondern er jubelt, glaube ich. Also ich glaube, der Typ mit dem Controller, der macht da irgendwelche Jubel oder er ärgert sich irgendwie. Ich weiß nicht, was der da genau macht. Das sieht echt komisch aus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem Bild haltet. Also das letzte da gerade war auf jeden Fall ein Jubel meiner Meinung nach und das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant und ich will jetzt nicht wieder das Wort kurios sagen, denn kurios habe ich in diesem Video, glaube ich, schon 27.000 Mal gesagt, aber das ist auch eine interessante Sache. Also schreibt mir in die Kommentare, jubelt der da, ärgert er sich da, was genau passiert in diesem Video? Der fünfte Glitch ist dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt und zwar ist auf der Nintendo Switch das Ganze schon mal richtig verbuggt, denn schaut einfach mal rechts auf den Typen. Was hatte der da gerade für ein Face? Er hatte einfach ein richtig verbuggtes Gesicht. Ja, irgendwie haben die das komplett verkackt. Die haben überhaupt nicht hinbekommen, dass die ein normales Spielergesicht haben. Das ist noch diese Unterlage, da wo das Gesicht eigentlich drauf gehört. Da ist es dann eben hier so zu sehen und während dem Spiel sieht das auch richtig lustig aus. Das ist einfach wirklich so geblieben. Der eine bzw. manche Spieler haben da einfach dann so ein richtig komisches Gameface, wo einfach diese Personality, würde ich jetzt mal sagen, die Identität des Spielers noch nicht mal draufgepackt ist. Also das ist so die Rohfassung des Spielers. Ja, keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben und ja, also finde ich schon ziemlich krass, dass man in so einem fetten Spiel so einen fetten Fehler einbaut, aber ja, ist einfach so, das ist auf der Nintendo Switch auf jeden Fall der Fall und das ist auf jeden Fall jo, auch ein weiterer Fail. Beim vorletzten Fail handelt es sich nochmal um was extrem Cooles bzw. Interessantes und zwar sieht man hier Zlatan Ibrahimovic als Bronzekarte. Ja, der wurde einfach hier so angezeigt. In meinen Augen ist das nur ein Anzeigefehler, denn die Werte sind ja eigentlich ganz normal. Aber ja, was sich EA da wieder gedacht hat, ja, keine Ahnung, anscheinend dachten sie sich, yo, komm, wir machen den Ibra jetzt einfach mal als Bronzekarte. Das sieht, denke ich, ganz witzig aus. Ne, keine Ahnung, ich weiß nicht, wieso das so angezeigt wird, aber es ist auf jeden Fall schon wieder, ja, ein Fail, ein Glitch in FIFA 18. Ihr müsst euch jetzt mal überlegen. Ich habe jetzt schon den sechsten Fail aufgezählt für euch. Und das Spiel ist halt wirklich erst so 2 Wochen alt. Ich meine,
Da haben die schon echt richtig reingekackt, muss man einfach ganz klar so sagen. Und beim letzten Bug handelt es sich dann noch um diesen Transfermarkt-Bug. Und den haben mir extrem viele Leute schon geschickt. Und zwar hat man da irgendwie 65.000 Transferverkäufe. Ich selbst hatte das Ganze noch nicht, aber das haben mir jetzt echt schon viele Leute geschickt. Und ja, keine Ahnung, woran das liegt. Wenn man dann drauf geht, dürfte, denke ich, alles normal sein. Aber ja, wie gesagt, wurde mir sehr, sehr oft eingesendet. Und ich dachte mir, ich packe das jetzt auch nochmal dazu. Und das ist an sich jetzt auch schon der letzte Fail gewesen. Und damit, ja, war es das auch schon wieder mit dem Video. Falls ihr mehr Videos solcher Art sehen wollt, wo ich euch irgendwelche interessanten Dinge, so Hintergrunddinge zeige zu FIFA 18, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Mir persönlich machen solche Videos auch extrem viel Spaß, wo man einfach so ein bisschen, ja, in die Lücken von FIFA reinschaut und das Ganze einfach, ja, so ein bisschen auseinanderbaut und sich da einfach, ja, was Neues schafft sozusagen, also diese interessanten Dinge da so rausfischt. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab und vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.